Die Kriterien für diese Ausstellung waren sozusagen vorgegeben, weil die Ausstellung umfasst alle Editionen Gerhard Richters, also alle Arbeiten, die in Auflage erschienen sind zwischen 1965 und heute. Also dadurch habe ich sozusagen die Arbeiten nicht ausgewählt aus seinem gesamten Oeuvre, sondern es ging darum, alle Editionen zusammenzustellen. Und wir haben hier die glückliche Situation, dass Thomas Olbricht als Besitzer dieser privaten Kunsthalle sämtliche Editionen, also man muss sagen, von jeder Edition ein Exemplar mindestens gesammelt hat. Und von daher konnten wir im Ganzen auf diese Sammlung zurückgreifen. All diese Arbeiten werden hier präsentiert. Das sind ungefähr 150 Editionen und die Sammlung ist dadurch weltweit einmalig, weil es gibt keinen anderen Privatsammler, der all diese Editionen besitzt. Genauer gesagt sind das alle Druckgrafiken, alle Künstlerplakate, alle Künstlerbücher, alle Fotoeditionen, alle Multiples, das sind die dreidimensionalen Auflagenobjekte und auch alle Gemäldeeditionen. Gerhard Richter ist ein Künstler, der sehr intensiv und sehr kritisch die verschiedenen Bedingungen und Möglichkeiten bildnerischer Produktion reflektiert und auslotet. Und ich denke, dass die Editionen ihm eine noch größere Bandbreite ermöglichen, experimentell zu arbeiten und verschiedenste Bildformen auszuprobieren. Also er hat viel mehr Medien und viel mehr Möglichkeiten, als das in der reinen Ölmalerei der Fall ist. Und Sie sehen hier auch in der Ausstellung zwar auf der einen Seite Editionen, wo die gesamte Auflage identische Exemplare zeigt, aber es gibt auch viele Variationen, wo er die Farben variiert hat, wo er zum Beispiel bei den Gemäldeeditionen den Farbauftrag verändert hat, sodass dann, also besonders bei den Gemäldeeditionen, der doch ein stark unikathafter Charakter bei den Arbeiten zu finden ist.